In meinem aktuellen P2P-Kreditevergleich hat Estate Guru sich wieder den ersten von insgesamt 10 Plätzen gesichert. Heute schauen wir uns mal im Detail an, was hier eigentlich gut läuft, was auch nicht, und wir beantworten die Frage, für wen sich 2021 hier eine Investition lohnen kann. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Northern Finance. Mein Name ist Alex Black. Wir starten dieses Video mit den Grundlagen und aktuellen Entwicklungen, die es so auf Estate Guru gibt, und gehen dann zu meiner Erfahrung und meiner Kritik über. Falls du einen Teil davon überspringen willst, kannst du das ganz einfach über die Videoleiste machen. Fangen wir also an. Estate Guru ist die größte Immobilienfinanzierungsplattform in Europa, bei der Investoren seit Gründung 2014 eine durchschnittliche Rendite von 11% pro Jahr erzielen konnten, was ein richtig, richtig starker Wert ist dafür, dass das Ganze hier eben mit Immobilien besichert ist. Der Fokus liegt hier auf der Finanzierung von Bauprojekten und die Laufzeiten liegen meistens zwischen 9 und 18 Monaten, was mir auch entgegenkommt, da ich mich einfach nicht sonderlich länger binden möchte an solche Finanzierungen. Weiter sind fast alle vergebenen Kredite erstrangig, es werden also im Fall einer Insolvenz die Investoren auf Estate Guru als erstes aus dem Erlös der hinterlegten Sicherheit bedient. Und so kam es zu einigen Insolvenzen, aber noch kein Investor musste Geld abschreiben, was eine echt starke Leistung ist. Kein Investor hat bisher mit Estate Guru Geld verloren. Letztes Jahr zu dieser Zeit hat man vor allem Kredite aus Estland, Litauen und Lettland angeboten, aber mittlerweile werden mehr und mehr Kredite in Finnland, Deutschland, Spanien und Schweden vergeben und die Expansion in Westeuropa soll dieses Jahr noch weitergehen. Dazu später im Video mehr. Besonders wichtig ist mir hier zu erwähnen, dass nicht nur bei den Bauprojekten, sondern auch bei den Geschäfts- und Überbrückungskrediten, die Estate Guru vergibt, diese immer mit Immobilien besichert sind. Konkret sehen die Sicherheiten so aus, dass ein niedriger Loan-to-Value eingehalten wird von durchschnittlich 59%, also die Kreditsumme relativ niedrig im Vergleich zum Wert der Sicherheit ist. Und dieser niedrige Wert ist einer der Gründe dafür, dass hier noch nie Geld von Investoren eben abgeschrieben werden musste. Auch ich musste eben nichts abschreiben, aber dazu später in meinen Erfahrungen mehr. Wenn wir uns die Kredite anschauen, die aktuell auf Estate Guru gelistet sind, dann erkennen wir schnell, dass 4 von 6 der letzten Kredite Entwicklungskredite sind, also hier der Bau einer Immobilie finanziert wird. Hierbei gibt es verschiedene Stufen, je nachdem wie weit der Baufortschritt eigentlich ist und je weiter dieser eben vorangeschritten ist, desto niedriger ist meist auch das Risiko für uns als Investoren, denn das Ganze ist ja klar, je weiter ein Gebäude ja fertiggestellt ist auf gut Deutsch und wo zum Beispiel nur noch der Innenausbau fehlt, je wahrscheinlicher ist es auch, dass in einer Zwangsversteigerung deutlich schneller eben ein Käufer gefunden wird. Und ja, bei einem Gebäude, wo das Fundament gerade mal errichtet ist, da könnte es deutlich schwieriger sein, einen Käufer zu finden. Aber auch Überbrückungskredite wie dieser hier können interessant sein, da, wie der Name schon sagt, eine Brückenfinanzierung hier eben dargestellt wird, in diesem Fall um ein Gebäude in Halle an der Saale zu renovieren, um dann nach erfolgter Renovierung durch ein langfristiges Bankdarlehen abgelöst zu werden. Hier hat man also oft Renovierung und Anschlussfinanzierung durch andere, was auch für manche interessant sein könnte, die eben sich auf solche Sachen als Investor spezialisieren wollen. Zuletzt haben wir noch die dritte Form der Finanzierung, den klassischen Geschäftskredit. Hier wird eine Immobilie beliehen, um in diesem Fall das Eigenkapital einer Firma zu erhöhen. Diese Immobilien sind eigentlich immer fertig gebaut und lassen sich wohl am einfachsten wieder verkaufen. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann freue ich mich sehr über deine einfache, aber extrem effiziente Unterstützung durch ein Like und ein Abo, falls du noch kein Abonnent bist. Aktuell arbeiten mehr als 50 Angestellte bei Estate Guru und der Chief Operating Officer Michael Stamm war zuletzt wieder im Podcast zu Gast und hat sich allen Fragen gestellt, unter anderem der Frage, ob es aktuell mehr Kredite gibt, die in Schieflage geraten sind. Dazu sagt Michael Folgendes. We have in total have had 50 million of defaulted loans throughout our history. So, and 8 million of that is already recovered. So over 50% is actually recovered of that. And already like 5.2 million was recovered last year. So quite big majority of that was recovered last year. So, so actually even there was like this COVID crisis and you might assume that
maybe the defaults are increasing through that, then this was not the case. So we were actually even from beginning of the year till end of the year, we were able to recover the or reduce the defaulted portfolio. And we are in the levels where we want to be. So you can always basically reduce the risk and give your credit decisions the way that you are having not having any defaults at all. But then again, you are cutting into your sales, and some level of default loans is okay to have. And for our case, we aim to get to the 5% level, and at the moment we are at that level. So going as planned, and it's like daily ongoing process. Den Link zum ganzen Interview findest du unten in der Videobeschreibung. Kommen wir nun etwas mehr zur Nutzung der Plattform selbst und schauen uns als erstes das Auto-Invest an, also die automatisierte Möglichkeit, sein Geld nach den eigenen vordefinierten Kriterien anlegen zu lassen. Hier gibt es mittlerweile auch ein Tutorial, falls sich bei dir bei diesem wichtigen Tool noch Fragen stellen, denn schließlich sollte man auch wirklich alles genau verstehen, wenn man dann eben die Kredite nicht mehr selbst aussucht, in die man investiert, sondern das eben den Anlageroboter sozusagen übernehmen lässt nach den eigenen Kriterien. Ich selbst investiere bis zu 1,5 Jahre Laufzeit, jeweils 50 Euro pro Kredit, und wenn ich ein Kriterium anpasse, wie zum Beispiel die Rückzahlungsart von Ballon auf alle Typen, dann sehen wir, wie hier unten sich das Ganze direkt beim voraussichtlichen Auto-Invest-Volumen pro Monat ebenfalls auswirkt. Und falls du deutlich mehr als diese Summe anlegen möchtest, solltest du dir überlegen, die Investition pro Kredit nach oben anzupassen, wobei ich mir selbst die Regel aufgestellt habe, nie mehr als 5% von meiner Gesamtinvestition auf Estate Guru in einen einzigen Kredit zu investieren. Auch kann man nun weitere Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel nur in erstrangige Kredite zu investieren, mit einem Loan-to-Value bis 60% zum Beispiel, und das nicht in Refinanzierung, um möglichst konservativ hier zu investieren. Ich persönlich mache das aber ehrlich gesagt nicht so, da mir die Sicherheiten hier im Allgemeinen hoch genug sind und ich lieber etwas mehr Rendite haben möchte. Wobei das, wie immer, keine Anlageberatung ist, sondern meine persönliche Meinung. Was ich allerdings sein lasse, ist es, auf dem Sekundärmarkt Kredite zu verkaufen, da man hier zum einen eine Gebühr von 2% auf jeden Verkauf zahlen muss und zum anderen gehöre ich aber auch nicht zu den Käufern, da ich aktuell keine wirklichen Schnäppchen hier finde, und dann lasse ich das Ganze einfach sein. Das ist auch schon die perfekte Überleitung zu meinem eigenen Portfolio, denn wie am Anfang versprochen, wollen wir uns das auch mal anschauen. Ich habe aktuell 44 Kredite hier drin und ja, mir wird eine Jahresrendite von 11,46% ausgewiesen, was ziemlich durchschnittlich ist, muss man sagen, aber ich bin damit sehr zufrieden. Wie man auch sieht, sind 3 Kredite allerdings aktuell in der Rückholung. Aber hier mache ich mir nicht zu viel Sorgen, da es sich hier um 2 Geschäftskredite mit sehr niedrigem Loan-to-Value handelt. Und beim Entwicklungskredit werden wir sehen, ob der Loan-to-Value niedrig genug ist. Aber erstrangig sind schon mal alle Kredite, damit ist schon mal viel gewonnen. Wenn ein Kredit übrigens zurückgeholt wird, sieht das Ganze folgendermaßen aus wie bei mir hier. Und du kannst ganz einfach nachvollziehen, was jetzt wie viel im Einholungsprozess gekostet hat und wie viel du konkret verdient hast. Solche und andere Entwicklungen kannst du beim jeweiligen Kredit unter Kreditneuigkeiten nachschlagen. Ein ganz wichtiges und einfaches Feature, bei dem du jederzeit auf dem aktuellsten Stand bleibst, wo auch effizient und schnell kommuniziert wird von Estate Guru. Insgesamt habe ich etwas über 2.000 Euro aktuell investiert und diesen Betrag werde ich bis Ende des Jahres auf 5.000 erhöhen. Ich habe letztes Jahr trotz Corona hier 11% Rendite eingefahren und erwarte das für das aktuelle Jahr ebenfalls und deswegen erhöhe ich das Investment hier deutlich. Während die Verzugsquote letztes Jahr bei 5,8% lag, so sind wir jetzt ganz leicht darüber bei 6%, wobei dieser Wert noch deutlich unter den Erwartungen von damals liegt, die im schlimmsten Fall 10% befürchtet hatten. Diese Zahlen kamen von Estate Guru selbst. Die durchschnittliche Zeit bis zur Einholung ist auch seit letztem Jahr, muss man sagen, deutlich gestiegen, aber noch immer völlig in Ordnung, genauso wie die durchschnittliche Rendite aus Krediten in der Insolvenz, die bei starken 9,8% für die Investoren liegt. Also auch wenn der Kredit ausfällt, stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass man trotzdem noch eine gute Rendite mit dem Investment hier einfahren kann. Wir haben hier ein gutes Team dahinter und an solchen Kennzahlen, die regelmäßig im Blog veröffentlicht werden, merkt man das Ganze auch.
Wie in diesem Video letztes Jahr ausführlich dargestellt, finde ich den Jahresabschluss von Estate Guru übrigens sehr gelungen und den Verlust am Ende des Jahres auch in Ordnung, da dieser vor allem aus dem Aufbau und der Weiterentwicklung der Plattform selbst resultiert und hier jetzt keine Cocktailpartys oder ähnliches mit veranstaltet wurden. Solche Kosten werden dieses Jahr nicht nur im neuen Markt Deutschland anfallen, sondern auch einem weiteren. Meiner Vermutung nach stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass es sich hierbei um Frankreich oder auch Großbritannien handelt. Und ich bin ganz ehrlich, mir gefällt dieses Konzept von einer europaweit agierenden Plattform, bei der Investoren ein breites Portfolio mit guten Zinsen aufbauen können. Und kommen wir jetzt mal zum Fazit. Estate Guru will dieses Jahr weiter expandieren, verzeichnet neue Rekordkreditvergaben, nachdem letztes Jahr während Corona deutlich weniger vermittelt wurde, und macht den Umständen entsprechend einen echt ordentlichen Job, was die Rückholung bisher angeht. Insgesamt bin ich wirklich zufrieden bisher mit meinem Investment, und wenn du auch bei Estate Guru investieren möchtest, kannst du dir ganz einfach einen Bonus auf deine ersten Investitionen sichern, wenn du den Link unten in der Videobeschreibung nutzt. Dadurch unterstützt du auch Videos wie diese, ohne dass dir weitere Kosten entstehen, und hast gleichzeitig noch einen Bonus, den du sonst nicht haben würdest. Und jetzt freue ich mich auf den Austausch mit dir. Unten in den Kommentaren: investierst du bei Estate Guru und was sind deine Erfahrungen bisher? Teile es in den Kommentaren mit den anderen aus der Community und lass mir ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Und damit bis zum nächsten Mal.